Der alternative Bärenpark Worbis beheimatet Bären und Wölfe auf einer ca. 40.000 Quadratmeter großen, naturbelassenen Freianlage, durch die die Besucher auf Waldwegen und durch Tunnel spazieren. Ein Lehrpfad informiert über Bärenarten, über die Zerstörung ihrer Lebensräume und den Missbrauch dieser größten europäischen Beutegreifer. In einer Freianlage gibt es auch Meerschweinchen und Schildkröten zu besichtigen und in einer Wellensittich-Voliere flattern Vögel umher. Der Bärenpark in Worbis war der erste seiner Art in Deutschland und er ist wegweisend in seinem tiergerechten Umgang mit Bär und Wolf. Die vom Menschen misshandelten Bären und auch ihre wölfischen Mitbewohner stammen aus heruntergekommenen Zooanlagen, aus Wanderzirkussen oder auch aus Privatbesitz. In den weitläufigen Freianlagen des Parks können Bären und Wölfe wieder das Wildtier in sich entdecken. Die Bären haben Namen, heißen Max, Ayla, Pedro oder Dagi und man erfährt viel über die einzelnen Tierschicksale, über ihre dramatische Rettung und die Entwicklung vom Ausstellungsstück zurück zum echten Braunbären.
und hast du viele Bilder gemacht?